Werde auch jetzt hier direkt YouTube reinholen. 8:30 Uhr, meine Damen und Herren. 24. Februar. Kein schöner politischer Tag hier in Europa. Ja, wir machen trotzdem Trading ganz normal weiter und versuchen den Kopf hier frei zu kriegen, uns auf das zu konzentrieren, auf den Fokus. Und ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Handelstag. Ja, und wir nehmen die Big Number und erhöhen heute mal auf 20. Ja, weil die Volatilität extrem groß ist. Ja, und wir sehen es hier 13.810 zu 13.790. Und ich werde hier schauen, dass wir auf 0,6 gehen. Aber dann sind wir auf 0,1. So. 0,1 ist der Mikro-Mini-Lot. Das heißt, wir haben hier bei einer 20er Box auch bis zum 11. Trade. Und durchaus denkbar, wir werden jetzt parallel das Ganze auch hier auf dem rechten Chart, weil wir sind extrem volatil. 20 und auch hier auf 0,01 setzen. So, und werde die Box auch aktivieren. Einmal bei 13,9 und 13,8. Auch das aktivieren mit einer heutigen 20er Box. 20er Box, die hier rein, die wir heute traden. Und wir schauen uns ganz kurz die Dailies beziehungsweise kurz an. Es gibt einige Märkte, die jetzt Signale liefern. Euro, Kanadisch, Dollar beziehungsweise wir machen noch mal das Radar an. Ja, Ziel bleibt erstmal gleich. Wir gucken uns, wir tasten uns ran. Also ich kann euch nur vorwarnen, ja, wir haben bei der Corona-Zeit auch sehr, sehr viele Trades gemacht an dem Vormittag. Ja, aber wir müssen uns da rantasten und schauen, wie die Märkte sind, weil wenn wir die Box zu klein machen, das Risiko, dass wir sehr schnell in so eine Aufschaukelung kommen, ist natürlich auch da gegeben. Okay, Euro-Yen sehen wir, ein Short Trade. Wir sehen British Pfund Yen in Short Trade. Wir sehen UK in Short Trade. Audi Kanadisch Dollar Anfang der Woche. Ja. Okay, die Märkte sind short. Wir brauchen da nicht auf die Großwetterlage gehen. Wir haben Ölpreis, der natürlich steigt. Und wir gehen jetzt, fokussieren uns jetzt, damit wir nichts verpassen, auf die Boxen. Wir haben ein ja, riesen Gap offen. Und wenn wir uns den DAX nochmal auf Daily anschauen, Vorlage, wir haben das ja gestern gemacht, Zickzack-Linie und gehen dort auf den Tageschart im DAX. Und dann sehen wir hier das Corona-Tief, hatten wir gesprochen, Corona-Tief. Und wir sehen diese Minimum-Korrektur nach der Rallye. Liegt bei 13.224, 38er Retracement. Der Markt ist angeschlagen und wie ich hatte es gestern ja schon erwähnt, durchaus denkbar, dass wir das hier auch wirklich ansteuern. Also da geht es noch mal ein bisschen tiefer runter. Jederzeit natürlich große Gegenbewegung möglich. Regina, guten Morgen. Im vierten Trade, oh lala, eine 20er Box. Wir sind jetzt, das ist der Eröffnungstrade. Wir brauchen natürlich jetzt auch 20 Punkte, um aus dem Trade rauszukommen. Wir sind auf dem Minutenchart schon. Gehen jetzt auf angepasst. Mal ob 8:42 Uhr. Also, wir sind jetzt gleich im Gewinn.
13:39. Haben die Boxgröße erhöht. 25 haben wir jetzt. Jetzt sind wir im Gewinn 0,04, 0,06, 0,07 und raus. Das war der Eröffnungstrade. Eröffnungstrade. Und wir sehen, sehr volatil. Für unsere YouTuber mache ich jetzt Schluss. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Wünsche allen gutes Gelingen. Bis morgen. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir, wünsche euch gute Trades, bleibt gesund.